Untersuchen. Dieser Computer scheint mit den Motoren des großen Krans verbunden zu sein. Zutritt verweigert. Computerkenntnisse. Bitte jetzt. Ah, und so. Oh, da geht's in eine Höhle. Na, ah, ein kleines Secret gefunden. Gar nicht mal so verkehrt, finde ich. Ah, ich betrete gerade das Gefängnis durch den Hintereingang. Das ist gut. So muss ich mich nicht vorne durch die Wachen durchprügeln. Gerade mal die Alternative gefunden. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Einwandfrei. So. Das heißt, es nur hoffentlich hier durchkommen, ohne großartig zu sterben. Was machst du? Prügel dich durch, mein Freund. So, das ganze Gefängnis hier unten ist gesäumt von Kisten. Lagerhans scheint eine natürliche Höhle zu sein, die als, ja, sozusagen Vorrat genutzt wurde. Oh, noch ein Tommy Gun. Ich habe bald einiges zum Verkaufen. Das ist schön. Das gibt allerdings wieder ein bisschen Kohle in die Haushaltskasse. Da hätten wir zum Beispiel einen roten Skorpion Schrotflintenschützen. Oh, oh, wow! WTF! Die muss ich hier hinten hinlocken. Jetzt muss ich taktisch vorgehen. Habe ich denn Dynamit? TNT habe ich. Weil ich glaube, sprengen. Ich brauche jetzt alles Mögliche an. Oh, was hat der denn eigentlich? Scharfschutzmunition, hier weg damit. Ja. Alles Mögliche an Möglichkeiten, was ich haben könnte. Ist das der Holzstift? Nee. Warte mal, vielleicht kann ich gerade nochmal. Das sehe ich ja jetzt gerade. Geht das vielleicht? Ach, verdammt. Ja, da habe ich vielleicht dann doch geschlafen. Naja. Geht's dort auf den großen Kampf zu? Das heißt, ich positioniere jetzt mal erst alles Wichtige hier. Nach und nach. Mein Mediziner, den werde ich hier hinten hinsetzen. Hier hinten hinsetzen. Ich möchte dem gerade nicht so viel zumuten. Mein Scharfschützen. Ja, der hat gleich einen extra Job. Die Gott sei Dank machen. Gibt's eine Pumpgun? Hopp. Hinknien. So, die Dame hier, die hat eine große Reichweite. Die werde ich jetzt mal gerade hier hinstellen. Oh, Feuermodus. 3 Schuss. Zack. So. Munition 32. Ich möchte gerne ein paar abgeben. Sagen wir mal. Ach, es geht ja immer nicht übers Nummernfeld. Man muss ja immer noch verschieben. Immer noch verschieben. So, ein paar. Dass sie halt einfach mal die Möglichkeit hat, sich da etwas zu wehren. Waffe wechseln, Madame. Und laden. So, Waffe. Hocken. Und jetzt ist nur die Frage. Ich muss ja wahrscheinlich. Warte mal, ich hoffe mal, der sieht mich da nicht. Wenn ich hier hinlaufe. Dann laufe ich hier hin. Und das gibt einen Treffer. Und da kommen sie schon. Oh, das wird echt. Ich glaube, das wird echt katastrophal. Das wird richtig, richtig katastrophal. Der Heckler und Koch hier. Zack. Sehr schön.
Bleibt auch gleich da, beende den Zug. Ich hoffe, dass so ein paar auf einen Haufen kommen, dass ich den Dynamit zwischen die Füße schmeißen kann. Treffe ich meine eigene Person? Nee, die treffe ich hoffentlich nicht. Der hat auch nochmal gesessen, das finde ich gut. Werde ich aber noch nicht da zurückholen. Oh, wenn ich ja den Scharfschützen jetzt da wegholen könnte, ne? In Deckung gehen. Mein Gott, wie viele sind denn hier unten? Das ist ja unglaublich. Wer ist das? Ein Schütze. Schwerer Bewaffneter. Nee, der haut erstmal hier ab. So, Leute, für euch gibt es Dynamit. Zack, zwei weniger. So gefällt es mir. Was hat denn der eigentlich für eine Waffe? Ist das ein Minigun? Granatwerfer? Wenn der Granatwerfer hat, dann Gnade mir Gott. Sehr schön getroffen. Daneben. Dafür bin ich an der Reihe. Der ist weg. Ich lade nach. Also die typischen Gorillas. Ah, los, lass uns vorlaufen. Boah. Außer Reichweite, Scheibenkleister, dann machst du halt einen Hinterhalt. Och, schön da reingesemmelt. Der trifft bestimmt. Natürlich trifft der. Aber Gott sei Dank, Mann, habe ich ja meinen Erste-Hilfe-Sanitäter. Besonders Erste-Hilfe-Sanitäter, das ist schon so ein Wort, ne? Das ist wie so eine tolle Neuerfindung. Wortneuschöpfung, die überhaupt keinen Sinn hat. Komm ruhig noch mehr. Ich habe noch eine Dynamitstange. Die kriegt ihr mitten rein. So, schön hier hin. Dann der 72 Treffer. Wie weit könnte ich rein theoretisch schmeißen? Bis da hinten hin. Machen wir das mal. Zack. Und nun heißt es hier abwarten. Ich glaube, ich muss gleich mein Feuer auf den großen Ömmel hier konzentrieren. Was ist das denn gewesen, bitteschön? Willst du mich für die Ranger? Ja, für die Ranger. Willst du mich verarschen? So. Oh, hat er gleich mal die Hälfte der Trefferpunkte verloren. Feuermodus wechseln und dann hier nochmal einen Schuss. Zack. Der Scharfschütze hier. Oh, prima gemacht. Super Junge. Die haben ja auch Dynamit. Fuck. Fuck. Ich sehe gerade schwarz so ein bisschen. Jetzt ist er dran. Eine Pumpgun. Der muss weg. Der muss da echt dringend weg. Ich hab hier hoch. Muss jetzt nach und nach, glaube ich, auch mein Dings hier aufgeben. Könnte ihn treffen, aber das bringt mir gerade gar nichts. Ich renne mal hier hoch. Der braucht dringend Heilung, sonst ist der gleich. Der geht mir stiften, der Knabe. Geht das schon noch? Was? Nein? Nein, geht das noch nicht? Ich hätte gerne hier, zack. Oh, dann gehst du halt dahinter. Ich hätte vielleicht mir mehr solche Sachen holen sollen, aber sowas denkt man ja dann ungern. Daneben, ey. Das ist schon wieder so peinlich. Ich kann den Schussmodus damit nicht ändern.
Was hat denn der da? Schrotflintenschütze. Was hat der? Skorpionschütze. Ja, der muss weg. Der ist viel zu nah dran. Weg. Und da muss der auch weg. Und jetzt, mein Freund, bin jetzt du nochmal dran. Oh Gott sei Dank. Der dicke Brocken liegt. Der dicke Brocken liegt. Adios, Walcher. Ah, ich blute. Ach nein, wirklich? Und gleich liegst du auf dem Boden der Tatsachen. Aber ich hätte noch Chancen. Sie blutet aus. Du machst gar nichts. Hier. Mein Erste-Hilfe-Guru. Abmarsch. So, und da muss ich ja schon wieder in die Richtung. Oh, daneben. Boing, vorbei. Wer ist denn das? Sie. Krieg ich noch einen Schuss? Ja. Oh, den habe ich natürlich auch gleich versemmelt. Wofür kriegst du den jetzt ab? Und gleich in Deckung. Nee, die lasse ich jetzt erstmal kommen. Nein, 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 nein. Das war ganz die falsche Taste. So. Oh, wie viel Dynamite haben die denn bei sich? Scheiße. Wer ist denn das jetzt? Die Pumpgun. Pumpgun Mary. Gehe ich jetzt aufs Ganze? Warte mal. Ne, tue ich nicht. Muss ich echt gestehen, da habe ich jetzt gerade nicht so. Mary, bei dir bin ich gleich. Oder Pocahontas. Oh, der trifft natürlich. Der trifft. Himmelarsch und Smörn. Die treffen die Schweine. So, der nächste ist aber weg. Es sind nur noch zwei. Das ist schon mal alles gut. Wen habe ich denn da jetzt als Scharfschütze? Nur 26%. Aber die Deckung. Die Deckung, die. Näher ran. Ich muss irgendwie was tun. So, langsam aber sicher habe ich nämlich hier die Nase voll. Und das wird gleich eine schöne Heilerei. Ducken. So. So, Johnny. Einer weniger. War es nur noch einer. Und ich muss dringend zu Pocahontas. Kann ich denn schon den Chirurgen-Skill. Ja! Ich kann sie am Ausbluten hindern. Ich hoffe, irgendwie. Ladehemmung. Das ist mir aber egal, denn er hat hier dich. Wow! Da hat es wohl den Oberkörper erwischt. So, gibt's da irgendwo ein Level-Up? Nein, das heißt Sanitäter. Walte deines Amtes. Jetzt muss ich erstmal Grundheilen machen. Das ist ja echt. Also es war schon sehr interessant. War gut, wenn man taktisch vorgehen konnte. Schöne Fähigkeit, besonders er hier mit seiner Gun, dass er einmal alles schön unter Feuer nehmen durfte. So, Pocahontas, du bekommst einmal eine gute, große Heilung. Du bekommst eins und dann bekommt er hier den Pumpgun. Der Pumpgun Joe! Ist auch ein schöner Name, Pumpgun Joe. Aber gut war, dass ich Dynamit hatte. Auch wenn es nur zwei Stangen waren. Das hat mir doch, glaube ich, so einigermaßen den Arsch gerettet.
Oh oh, Munition ist aufgebraucht. Mal gucken, was die alles jetzt dabei haben. Gegengift bekommst du. Mal gucken, vielleicht ist es noch was. Haustier in der Flasche. Bekommst auch du, dass du wieder Munition hast. Zack. Dynamit. Hochglanzfoto. Hochglanzfoto. Die doppelläufige Schrotflinte. Braucht er ja an sich nicht, aber die Munition kann er mal haben. Die Lederhose fürs Oktoberfest. Ah, Erste-Hilfe-Kittchen wollte ich schon sagen. Erste-Hilfe-Kasten. Und eine Marakov. Haben wohl kein Namensrecht dafür gehabt, ne? Ein Stofflicken. Oh, weia, oh, weia. So. 16 bis 25, 19 bis 27, 5. Zack, zack. 4% lang, 20 Meter Reichweite. 20 Meter, 20 Personen. So. Wie viel Schuss hat er denn hier oben noch? 13. Eben hat er nochmal Dynamit. Oh, 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 oh. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier so finden. Ja, genügend Kisten, wo noch hoffentlich irgendwas drin ist, was man gebrauchen kann. Na? Ein Laserkarabiner. Ja, nehme ich auch mit. Aber wenn es nicht das ist, was ich erhofft habe. Dreht. Alter. Was ist denn das? Etwas scheint vergraben zu sein und irgendjemand hat einen Stab aus der Zeit und eine Rolltreppe hier liegen. Oh, ich kann mir schon denken, was da drunter ist. Das dicke, fette Scheißhaus. Sollst da graben, mein Freund. Scheiße. Kann man auch verkaufen. Nehmen wir die Scheiße mal mit. Es ist so... Oh, schön, dass man sowas hier machen kann. Aber ich sehe noch, ehrlich gesagt, schwarz für die Munition. So ein bisschen. Oh, wenigstens ist die erste Hilfe erstmal wieder gesichert. Tja, dann geht's noch weiter in die Richtung. Ja, zur Not muss ich halt mit jemandem auf Energiewaffen umsteigen. Wenn es halt gar nicht hilft, auch wenn ich das echt ungern... Der hat Dynamit bestimmt. So, du machst mal Dynamit-Check. Brauch nicht, gut. Munition! Gott sei Dank. Eigentlich muss ich gerade mal zwischenspeichern. Man weiß ja nie. Ah, und da geht's auch schon in das Gefängnis rein. Da wollen wir mal. Oh, wo bin ich jetzt? Auf die... Oh, wei. Was haben wir denn da? Einen Scharfschützen und hier unten haben wir einen Schrotflintenschützen. So, wie es hier weitergeht, das sehen wir einfach mal in der nächsten Episode. Und sage bis dahin Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.